mir gleich, also ich kenne das nicht anders aus Erfahrung, wenn sie da quer auf dem Fallschirm gesessen haben. Ich bin dann kissen drin, ich bin dann drin. Ja, so reicht das, sonst sieht er noch reicht. Dann geht er hoch und dann kannst du da rein. Ja. Schneid mal dich an. Ja, eben, genau. Und was gibt es für eine Note? Die hat jetzt den Holz raus und dann die Auspuffe oben auf. Ja. Genau. Cool. Also, wir werden ein bisschen rumfliegen, dann starten. Und wenn du nichts dagegen hast, kriegen wir die gleich einmal einen Tag mit rüber. Hier kannst du machen, was du willst. Und wenn ich mal oben liegen muss, kannst du auch mal sagen, noch nie mal, dann will ich mal mit. Dann mit dir eine Kraftseinstieg im Flugzeug. Erich? Einmal gucken, dass ich für. So. Jetzt habe ich nur scheiß Tiele. Alles gut. Ja. Kommst du mal mit, Volker, hilfst du ihm? Stell dich bitte hier jetzt hoch. Achtung. Jetzt will ich ihn gerne sehen. Warte. Ja. Bist du so lieb, kannst du mich, kannst du es halten für mich? Nein. Ein bisschen mitnehmen? Ja. Das ist gerade beschäftigt. Das ist ja entscheidend, oder? Ja. Willst du mir deinen Rucksack geben? Oder geht das so? Das ging nur früher für Göring so. Vielleicht muss man. Ja. Reichsmarschall Erich, das müssen wir noch. Das Kissen draufstehen. Mich, dass ein alter Mann noch mal mitnimmt. Es freut mich, dass ein alter Mann mal mitfliegt. Passt so? Fest erklärt jetzt mal Klaus. Der Klaus geht da ja auch, der spricht aber noch mal.
Fliegengeld, jo. Wie schön, ja. Ganz toll. Und war ein schönes Gefühl? Für mich war es eine riesige Überraschung, dass ich da nochmal die 109 fliegen durfte. Ja, das sage ich dir einmal. Aber jetzt, aber jetzt. Hoffentlich habe ich mich nicht so doof angestellt. Wie ein alter Profi.
Eine riesen Überraschung, dass ich da nochmal die 109 fliegen durfte. Das war für mich das erste Schulflugzeug. Ich habe nachher alle deutschen Typen geflogen. Bloß den Düsenjet, den nicht mehr. Aber sonst habe ich alle durch. Von der Schule aus, die kleinste, bis zur Dora 9. Das ist immer die große Streitfrage. Die Tank 152 und die Dora 9. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir haben zuerst die Tank 152 gehabt und dann die Dora 9. Das sind wohl ungefähr nach meinem Wissen 250 gebaut worden. Und unser einer hat die zufälligerweise bekommen. Und das war für mich das schönste Flugzeug. Wenn ich jetzt hingehe und so die fliegerischen Eigenschaften beschreiben, dann ist die 109 für mich das schönste Flugzeug. Aber im Luftkampf war sie nachher nicht mehr so gut. Kommt auf den Piloten an. Ein guter Pilot kann eine schlechte Maschine haben, der holt ja alles raus. Umgekehrt, der war eine schlechte Maschine, ein guter Pilot oder eine gute Maschine, ein schlechter Pilot. Dann gleicht sich dann wieder aus. Und unsere Einheit war diejenige, noch per Zufall, die die Tank 152 gekriegt hat, kurze Zeit, und dann die Dora 9. Das war nochmal ein Unterschied, vor allen Dingen in der Leistung nochmal, war nochmal eine Leistungssteigerung. Und für die meisten Laien, die das nicht wissen, die war ja normalerweise war das ja ein Doppelsternmotor. Die hat aber wieder einen langen Reihenmotor. Das war der Unterschied dabei. Und für mich war nachher bis zum Kriegsende, ich bin noch bis zum 3. Mai 1945 im Einsatz geflogen. Und das war für mich, die Dora 9 war das schönste Jagdflugzeug, wo man viel mitmachen konnte. Und vor allen Dingen war es auch sehr schnell. Und wir brauchen keine Angst vor dem Spitfire, keine Angst vor dem Musterrahmen. Das kann man auch nur jemand auf dem Piloten haben. Ich persönlich bin einmal abgeschossen worden, eine Notlandung, aber bin unversehrt aus dem Krieg zurückgekommen, nicht verletzt und nichts und so weiter. Und ich danke dem lieben Gott, dass mir das so gut geht und dass man mich noch immer einlädt und so weiter. Eine Frage bitte. Ich bin, möchte ich sagen, der letzte Zeitzeuge, der überhaupt diese Dora 9 geflogen hat. Erich, hier ist der Name Erich Brunotte. Du heißt Erich Brunotte, ne? Erich Brunotte. Erich Brunotte. Erich Brunotte. Wer sich interessiert, die können unter Feldwebel Erich Brunotte einen Film von 1,5 Stunden über meinen Werdegang sehen. Und unter meinem Namen Brunotte oder Pilot finden Sie noch viele einzelne kürzere Filme. Wie Luftziege im Internet. Ich habe kein Internet, das weiß ich alles durch Leute oder Kunden, die mir das erzählt haben. Okay, also danke für Ihren Mund. Schönen Dank fürs Zuhören.